Hey Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Far Cry 5. Ich sitze hier auf dem Flügel. Ich habe eben den Flieger hier runtergeholt. Der Marco steht daneben. Hallo. Hallo, wie aus dem Lehrbuch. Coole Aktion. Ja, das war ziemlich eng. Das stimmt. Wahnsinn, aber war cool. Ja, auf jeden Fall. Weiter geht's mit dem Jagen. So, ich glaube, hier gab es einen Sonnenbrand für die Wiese. Die ist so braun. Ja, glaube ich auch. Ich sag nur yes. Yes. Ah, hier ist ein Pfad, oder? Ja. Ja. Dann gehe ich den mal ein bisschen lang. Oh, da ist ein Hirschreh. Jetzt habe ich den Pfeil ja doch verschossen. Jetzt hoffen wir mal, dass das Viech wieder anhaltet und dann holen wir es uns. Da unten ist ein Campingplatz. Campingplatz? Oh nein! Achso! So weit vom Partner. Shit, jetzt ist es weg. Ich habe hier einen Hirsch. Guck ich doch mal am Campingplatz, hier kann man plündern gehen. Haben die da was Gescheites? Ja, so eine Tasche. Ein bisschen Munition drin. Hast du Probleme da oben? Brauchst du Hilfe? Nö, ich renne hier nur hinterher. Ich habe gedacht, wo du gesagt hast, oh, da ist ein Pfad, habe ich gedacht, okay, ich laufe raus. Dann hast du aber den Pfad gemeint, der hinter meinem Rücken war und ich bin den anderen gelaufen. Achso, jetzt. Ach, da bist du. Wenn du hier an mir vorbei immer weiter in die Richtung läufst, dann kommt unten der Campingplatz. Verschaffe ich mir. Oh, das ist. Da ist es. Ich glaube, das hatten wir noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Doch, ist auch ein Hirsch. Da ist ein Bär. Oh je, er kommt nicht. Doch, doch. Oh, sogar mit zwei Hirschen. Wie viel hält er aus? Ich glaube, der ist ein ganz heftiger Brocken. Den müssen wir uns unbedingt holen. Hinterher, hinterher. Oben ist eine Straße. Da kommt er wieder. Hab ihn. Sehr gut. Der macht einen Purzelbaum. Auch nicht schlecht. Oha. Das war ja nochmal knapp. Da dürften jetzt Gegner sein, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ich habe das Gefühl, hier ist eine Straße. Ja. Gegner, Straße oder beides? Straße. Da guck ich doch mal, was die Karte sagt. Wo sind wir denn hier? Dann steig mal ein, wir fahren ein bisschen hoch. Okay. Das war ja mal gerade ein geiles Lied. War schnell um. Ich glaube, hier ist Jagdgebiet. Ich hoff's. Und Bienen. Au, oh, die wurden umgebracht alle. Von den Bienen bestimmt. Ich glaube nicht, dass das so ein Blutbad ist. Oh, was haben wir hier? Ein Bär. Achtung! Da ist er. Alpha-Schwarzbär, oha. Krass. Der gibt Fettgeld, jede Wette. Glaube ich auch. Du, was ist ein Vorteilspunkteheft? Hattest du das schon mal? Muss ich gucken? Nee, wo ist das denn? Da, bei dir, bei der Frau ist eins gelegen. Oh! Genau. Ja, da kriegen wir einen Vorteilspunkt. Cool. Ah, geil.
Dann gucke ich doch mal jetzt wegen dem Inventar. Mehr Platz im Inventar, direkt freigeschaltet. Schön. Du brauchst... Was hast du... Wenn... Die haben irgendwas gegen uns. Scheiße. Sauer Headshot. Sie sind auf einmal auf mich zugekommen und haben gesagt, jetzt haben wir dich. Und dann... Ach egal, ich lass sie in Ruhe, auch wenn ich schießen... Ah, du bist am Boden. Sag das am besten immer direkt, dann weiß ich Bescheid. Sonst vergesse ich dich mal und renne in den Wald rein. Ja, kein Problem, passt schon. Bei Dots Dumps wurde gerade renoviert, als die Sekte die Schließung erzwang. Der Besitzer war nicht sehr glücklich. Angeblich hatte er einen Deal mit dem Widerstand wegen eines Vorratslagers. Aha. Ehrlich gesagt ist das schon sowas wie eine Todesfalle. Sei mir dort lieber vorsichtig. Jo, da kriegt man immer ein paar neue Aufträge, das ist cool. Dann gucken wir mal. Ich mach mal einen Scharfschützen. Tschüss. Vielleicht lockt das die Bären an. Also im Editor habe ich mal gesehen, da hat jemand einen Bären daneben gebaut, neben einem Nest, und er hat das dann angegriffen, weil er den Honig wollte. Aber ich glaube nicht, dass er die so... Der Adler ist grün bei mir. Ein Verbündeter. Okay. Also Fadenkreuzgrün. Also ich sag mal so, mit dem Bienennest... Das kann schon gut sein, aber wenn du da erst darauf schießt und die Bienen kommen, dann lockt das mit Sicherheit keinen Bär mehr an. Nee, ich glaube nicht. Oh, hier ist ein schönes Jagdgebiet. Pflanzen. Ja, schön die Augen offen halten. Ich hätte so ein Karo-Hemd ziehen müssen, so ein Baumfäller-Karo-Hemd. Ich hab doch eins an, oder? Halt nur in Orange, glaub, oder? Achso, ja. Stimmt. Schön. Oh, 4x4 Vielfraß haut. Hat er dich gefunden? Nee, also ja, bei gut. Mir hat mal nichts bis Anschlag angeschlagen. Wir brauchen noch mal so einen fetten Großbraunbär-Schöff-Dings-Typ. Auf jeden Fall. Warte, nicht laufen. Wo? Hast du ihn gesehen? Da. Links von mir. Richtung Waffenhändler läuft er. Da ist nochmal einer. Ich seh ihn. Ah, ich glaube, ich habe ihn, oder? Weiß ich nicht. Ja, oder? Sah nur so aus. Schade. Lauf, solange du noch kannst. Ich hol dich gleich wieder runter, wenn du mich nervst. Oh, ich gehe in den Jagdstuhl. Oh, viel Fraß hinter dir. Rennt dir gerade hinterher. Wo ist er? Ah, der fällt gerade den Waffenhändler an. Muss mir umbringen. Mist. Schlagen. Mist. Verdammt. Tot ist er. Da oben ist ein Bär. Genau, du hast ihn schon entdeckt. 3 Hits. Ich glaube, der ist weg, aber da liegt noch ein Reh, was er erlegt hat. Ich glaube, das wird nichts, aber ich renne weiter für den Bären. Nee, ein Hirsch war's. Come to the hills, la la la.
Ich kann nicht mehr. Ja, der Bär ist weg. Schade. Jetzt müsste er hier so runtergekullert kommen, weil er verblutet. Das wäre cool. Ja, vielleicht finden wir ja doch noch einen, der da runterkullert. Er ist genau hier lang gelaufen, wo ich gerade bin. Da dürfte er ja nicht respawned sein. Ist der da entlang gelaufen? Ja, ich weiß nicht, ob der den Kurs nochmal geändert hat. Also ich habe gedacht, der ist da links Richtung Yes-Schild hochgelaufen. Ne, der ist schräg eingelaufen. Okay. Glaube ich zumindest. Da waren da zwei Bären und jeder hat einen anderen Bär gesehen. Ja. Oder der hat sich einfach immer weiter dupliziert. Das kann auch sein. Jetzt auf einmal der ganze Wald voller Bären. Naja, mir wäre es lieber, wenn sie sich in meiner Tasche duplizieren würden. Ja. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Nee, ich sehe keinen mehr. Der ist weg. Da ist er nochmal davon gekommen. Das ist was zum Sammeln. Was meinst du, wenn wir jetzt da zurücklaufen, wo wir den einen Braunbär gekillt haben, ob der da nochmal respawnt? Eher nicht, oder? Das ist ein Bärenjagdgebiet, also ich glaube, da kommen noch ein paar andere. Ach scheiße, jetzt habe ich nicht geguckt. Ich habe ein bisschen auf die Aufnahme geguckt. Was ist das für ein Ort? Stachellattich. Komisch. Ach du, ist das hier viel. Bin schon voll. Wurde ja immer mehr. Alles mitnehmen. Ach, das war eben Vielfraß Jagdgebiet sogar. Ah. Ja gut, wenn man sich so die Pflanzen anguckt, macht das ja Sinn, ne? Vielfraß, viele Pflanzen. Aber ich glaube, die fressen keine Pflanzen. Ne, ich glaube auch. Wir haben sich umgewöhnt. Wieder richtig schön aus. Muss ich da jetzt auch wohl runter? Ja, geht aber eigentlich ganz gut. Bei Primal war das erste Mal, wo du da wirklich schön runtersliden konntest, die Berge. Bei den anderen bist du ja immer runtergefallen und meistens immer gestorben. Alter, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich habe den getroffen mit dem Pfeil. Ja, da sehe ich einen. Am Geweih noch. Geiler Scheiß, alter Schwede. Krass. Na gut, dann nähern wir uns mal da unten dem Bärensymbol wieder etwas, oder? Ja, hatte ich genauso vor. Guck dabei so ein bisschen rechts. Boah, ist das hier eine große freie Fläche. Ich glaube, das wird richtig cool, wenn wir mal einen Wingsuit haben und hier runterfliegen. Das wird lustig, definitiv. Einer fliegt bestimmt gegen den Baum. Ja, und ich weiß auch schon, wer. Ich. Boah, das sieht cool aus hier runter. Da hat man einen schönen Blick über das Gebiet so ein bisschen.
Guck mich mal um. Sieht mau aus. Ja, dann lass weiter zum Symbol laufen. Oh, da ist was. Warte. Links ist ein Vogel, glaube ich. Rechts bin ich mir nicht sicher. Murat, ein bisschen in der Aufnahme. Ja, ist ein Vogel. Ein Vogel kommt geflogen, setzt sich nieder auf dein Schoß. Wie geht's weiter? Ich kenne das gar nicht. Mich? Nee. Toll. Jetzt kenne ich es. Ich bin weg. Wer? Oh, also, oh ja, wo? Da, Phon. Okay, der war schlecht, der Witz. Oh, schlecht. Da bin ich erledigt. Jetzt können wir den Bären plündern. Hast du ihn erlegt? Ja, ich hab den in den Hintern geschossen, als er abhauen wollte. So, meine Pfeile sind verschwunden. Man hör ich auch. Ja. Muss zwischen der Aufnahme mal kurz was gucken. Irgendwas. Ah, wieder Helikopter. Ah, die fliegen viel hier rum. Ach, da unten war doch ein Händler, da können wir auch gleich verkaufen gehen und Munition auffüllen. Ah, sehr gut. Und dann kann ich mir auch ein Scharfschützengewehr holen. Ich gehe mal kurz in den Jagdstuhl. Hä, wo soll der Händler sein? Hier hinten beim See irgendwo. Da müssen wir aber erstmal noch hin. Moment. Naja. Schnell, ich muss hier raus. Was ist denn der? Oh, wow, wow, wow. Irgendjemand haben die entdeckt. Mich. Was, mich? Mich. Ich guck mal. Okay. Weil bei mir war es nämlich nicht ganz bis auf Anschlag. Jetzt haben sie mich auch. Ich hör mir den gleich, aber ich will erst den Bär. Wo? Hier bei mir direkt. Nicht mehr weit. Dürfte nicht mehr weit sein. Oh. Meine Güte, die verkraulen noch unseren Bär. Ich seh den nicht, den Bären. Ist abgehauen. Das ist verständlich. Bei dieser Ballerei von den Vollpfosten. Das wird ein Volltreffer! Den hole ich mir gleich. Hier sind aber noch ein paar Gegner. Lass erstmal ein bisschen. Warte mal! Wir haben Probleme, da ist ein Bär. Ganz sicher. Bist du down? Nein. Okay, gut. Oh, da ist ja nochmal einer. Zwei Flugzeuge. Wie bitte was? Zwei Flugzeuge, oder was? Nee, da war ein Mensch. Wo bist du, Gegner?
Ach, warum bewegst du dich? Servus. Das zeigt über uns. Rede mal mit dem Zivilisten. Dank dir ist Ford. Ich habe Schüsse vom Gelände der Dover Spikes gehört. Scheint, als hätte die Sekte vom Wald. Ja, okay, red. Ich habe Schüsse vom Gelände der Dover Spikes gehört. Wo bist du denn hin? Als hätte die Sekte vom Waffenarsenal in ihrem Bunker. Ich weiß nicht, das sind zwei Wilderinnen. So. Bin hier immer noch beim Flugzeug. Ach du Scheiß. Sind jetzt gleich am Ende einer Folge. Willst du wieder abmoderieren? Ja, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Da, verdammt! Ja, ich hab den fast getroffen, der hat sich aus dem Fenster gelehnt oder so. Egal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Gute Zeit und ciao!